1968 wurde der erste Teil des Kaufhauses errichtet auf dem Grundstück des Schauburg-Kinos. Mit Kinos haben wir immer was zu tun gehabt und werden es auch in Zukunft behalten. Das waren 2000 Quadratmeter und 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche waren damals schon etwas Besonderes. Aber eigentlich war die Sensation die ersten Rolltreppen. Die ersten Rolltreppen im Weserbergland. Und es gab in den ersten Wochen Menschen, die sind von morgens bis abends natürlich kostenlos die Rolltreppe raus und rauf und runter gefahren. Vieles hat sich in 50 Jahren verändert, aber wir haben uns immer rechtzeitig der neuen Entwicklung angepasst. Wir waren, manche mögen sich noch erinnern, damals auf 5 Etagen ein Vollwarenhaus mit Kleinmöbeln, mit Lampen, mit Werkzeugen, mit einer Parfümerie, mit Elektrogeräten und natürlich auch mit einem Lebensmittelmarkt, einem Restaurant, aber dazu komme ich später. Heute ist da aus der 3. Etage die Abteilung geworden oder für die Verwaltung, für die sozialen Räume und die Dekoration. Und darüber sind 16 Wohnungen entstanden. Im Untergeschoss gab es damals eine über viele Grenzen bekannte Lebensmittelabteilung mit schon damals einem Lieferservice. Das heißt, dass die heute anfangen, die Discounter haben wir damals schon gemacht. Aber liebe Gäste, gegen die großen ebenerdigen Flächen auf der Böte und den Discountern hatten wir keine Chance. Bei uns wurden die Spezialitäten gekauft, Obst, Wurst, Käse, Fisch, aber davon konnten wir nicht leben. Die großen Einkäufe wurden auf der Böte getätigt, eine politische Entscheidung, die unsere Innenstadt heute noch sehr zu schaffen macht. Viele Menschen gehen heute glücklich, wenn es wieder einen Lebensmittelmarkt oder einen Lebensmittelbereich in der unmittelbaren Innenstadt gäbe. Wie sehr haben sich die Lebensgewohnheiten in 50 Jahren geändert?